Grand Canyon Water Park hier in Chiang Mai. Da gehen wir jetzt mal rein und gucken uns das Ganze mal an, was hier so geboten wird. Und natürlich essen wir auch noch gleich ein bisschen was. Hier, Welcome Check-in. Mit this paper hier. Sabadikap. Sieht schon mal schön aus hier. Haben die schon mal im Eingangsbereich auch sehr gut gemacht. Ja, das macht schon mal Laune, hier in diesen Wasserpark zu gehen, ne? Wenn man das schon so sieht. Schön angelegt. Thank you. Yes, bye. So, hier gibt es einen Service. Wir müssen nicht laufen. Wir können mit diesem Elektrocard hier fahren. Die bringt uns jetzt erstmal zum Restaurant. Und dann gucken wir uns mal den ganzen Wasserpark hier an. Ja, wer auch mal gerne Reisen machen möchte und auch günstig, ich verlinke euch hier in der Videobeschreibung mal Deutschlands größtes Vergleichsportal, wo man Reisen, Flüge und sowas vergleichen kann. Wer da Lust so hat, kann da natürlich gerne mal nachschauen. Ist für alle Reisen geeignet, also viel Spaß dabei. So, hier kriegt man schon mal einen kleinen Einblick. Das ist wirklich ein richtig großer Wasserpark hier. Sieht wirklich schon mal ganz gut aus. Auch nicht so viele Leute da gerade. Wir haben es jetzt so um die Mittagszeit hier, mitten in der Woche auf einem Donnerstag. Und ja, so viele Leute scheinen noch nicht hier zu sein. Wir gehen mal was essen, aber die Treppe hier geht wirklich steil nach unten. Aber ist schön angelegt hier, die ganze Sache. Ja, sieht schön aus, aber das ist alles künstlich. Also das sind keine Felsen hier, das ist hohl. Das haben die extra so angelegt hier. Ja, hier mit dem Finger hier. Ja. So, hier kann man das mal sehen. Ist auch wirklich schön angelegt hier, alles. Oh ja. Yeah. Mit einer Seilbahn hier, oder wie nennt man das? Ne, Seilbahn nicht. Oh, hier gibt es alles mögliche an Wasseraktivitäten hier. Hauptsächlich aber so, ja, Hüpfburgen, Sachen, wo man eben ja, von verschiedenen Höhen ins Wasser springen kann. Aber das sieht wirklich schon mal schön aus hier. Ja, Wasserpark, den schauen wir uns heute mal genauer an hier, was hier alles so geboten wird. Von den Eintrittspreisen her ist es 800 Baht, wenn man hier schwimmen gehen möchte. Das sind ungefähr ja, 15, knapp 16 Euro. Und wenn man eben nicht schwimmen geht, sondern eben das hier nur mal sehen will oder besuchen will und ein bisschen was essen will, dann sind das 300 Baht, das sind ungefähr so 7,60 Euro. So, das Essen ist jetzt gekommen. Sieht ja erstmal ganz gut aus. Vor allem das hier. Ja, und dann werden wir das jetzt mal probieren. So, diese Pflanze hier oder dieses Gemüse, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, das schmeckt genauso wie Lakritze. Eine sehr interessante Pflanze oder sehr interessanter Geschmack. Sollte man auch mal probiert haben. Und der Name von dieser Lakritzpflanze, sage ich jetzt mal, heißt Holapa. So, jetzt zeige ich euch das noch mal ein bisschen vom Nahen hier. Ich kann jetzt noch mal ein Stückchen rangehen hier in diese Area hier, dass man das vielleicht mal ein bisschen besser sieht. Also, wer Spaß an solchen Sachen hat, auf jeden Fall empfehlenswert. Kann man nicht anders sagen. Also hier gibt es haufenweise Sachen, auch gerade für ja, Kinder oder Familien mit Jugendlichen oder was auch immer, die hier wirklich viel Spaß haben. Kann man das wirklich gut machen hier. Mit Brücke, hier Kanu fahren kann man hier natürlich, ne? Wer das möchte. Also es wird alles Mögliche geboten hier, ne? Sehr schön. Das Ganze nennt sich Grand Canyon, ne? Grand Canyon Chiang Mai. Wenn das im Internet eingibt, bei Google in der Suchmaschine, findet man das auf jeden Fall sofort. So, hier gibt es reichlich Restaurants überall. Oh, ein Riesenmörser. Steht denn drauf? Grand Canyon Water Park. Papaya Salad. Make Papaya Salad. Also very big Papaya Salad. Ja, kann man Papaya Salat machen, sagt sie. Ich sage, das wird aber ein großer Papaya Salat hier, ne? Ja,
Also ist wirklich schön angelegt alles. Sieht sauber aus hier. Das haben die wirklich schon gut gemacht. Da kann man das wirklich den ganzen Tag hier genießen, wenn man sich hier aufhält. Ne? Hier sogar ein Massagesalon hier. Aber hier sind die Preise ein bisschen anders als in der Stadt. Ne? Ölmassage, Spa, Headmassage. Ja, fängt bei 260 Baht an. 260 Baht sind ja so 7 Euro. Ne? Ja, für die Fotos hier, wenn man noch Fotos machen möchte, kann man das hier benutzen. So, hier ist die nächste Area. Mal schauen, was hier los ist. Ja, hier sind die Duschen. Ja, das ist, ach so, hier für Kinder, so kleine Kinder, ne? Ist nicht so tief hier, das Wasser. Ja, ist eben eine schöne Sache hier, vor allen Dingen so wie heute bei 40 Grad im Schatten, ist das doch mal eine willkommene Abkühlung, wenn man sowas hier eben machen kann. Das ist schon eine gute Idee von den Betreibern hier. Oh, was war das? Ach so, da oben kommt Wasser raus. Aus dem runden Ding. Wenn das voll ist, kippt's Wasser aus über die Rutsche. Oh, ah, schön. Ja, Dinosaurier im Felsen. Also die Felsen sind übrigens nicht echt. Das ist irgendwie so Plastik oder irgendein anderer Verbundstoff hier. Kann man das mal sehen, dass das hohl ist. Und so ist hier alles künstlich. Ne? Also sämtliche Wände sind hier, ja, ich denke mal, so eine Art Plastik, ne? Wird das sein. Wasserski wird auch angeboten hier. Kann man auch machen, wenn man Lust hat. Ja, ist alles im Eintrittspreis von diesen 800 Baht mit drin. So, hier gibt es noch eine Seilbahn. Nennt sich das Seilbahn? Ich weiß gar nicht, ob das Seilbahn ist. Wo man sich hier über das Wasser schwingen kann. Oh, ziemlich schnell. So, der nächste. Los geht's. Ja, schön übers Wasser. So, wir sind fertig für heute. Wir gehen zurück. Wir werden jetzt wieder hochgefahren hier und gehen dann zum Parkplatz. Wir haben euch jetzt eigentlich alles gezeigt, was es hier zu sehen gibt. Und trotzdem bleibt noch dran. Wir zeigen euch gleich noch etwas anderes. Das ist das gute Stück. Ein alter, ausgemusterter Airbus A330. Ja, und da soll jetzt ein Kaffee drin sein. Das gehe ich mir mal anschauen heute. Hier gibt es noch ein paar andere Sachen ringsum zu gucken. Hier stehen noch ein paar kleinere Flugzeuge. Alter Jeep. Oder dieses Gefährt hier. Ja. Alles ist von diesem Air Diamond Café. Ja, smarte Idee. Hier oben einen Tower haben sie auch. Das ist schon gut gemacht. Black Canyon Coffee hier ringsrum. Ein paar Einkaufsmöglichkeiten noch. Terminal, das wird auch der Shop sein hier. Oh, ich sehe gerade, da hinten steht noch ein Haus auf dem Kopf. Das können wir uns spaßeshalber nachher auch noch mal anschauen. Ja, ist ein Original Airbus. Ist schon ein richtig großes Teil, ne? Aber mal schauen, wie es innen aussieht. Wahrscheinlich genauso wie im normalen Flugzeug, vermute ich. Ach so, hier ist der Ausgang. Hinten ist der Ausgang. Vorne ist der Eingang. Kleine Beschreibung von dem Flugzeug. Ja, Airbus Air Diamond Café Hotel Chiang Mai im fliegenden Zustand. Hier sind nochmal die Daten von dem Flugzeug.
Okay, schauen wir uns das mal an. Okay. Erst ein Ticket kaufen, ja. Wahrscheinlich hier im Terminal. Go inside the terminal and then buy a ticket, ja, ist hier. Okay. Als erstes, bevor wir reingehen können, müssen wir ein Ticket kaufen. Also 260 Baht für zwei Personen. Coffee ist included? Yes. Also und ein Kaffee ist inklusive dabei. Okay, let's go. Oh Mann, Alisa hier, das ist die Engine. Gut. Okay. Oh ja, ist hier. Sawadee krap. Is the seat is on in? The seat is? Oh yeah. Okay. Hm? Ach so, den Kaffee mitnehmen? Ja. Ja. I take one. It's okay. Good. Das gleiche nochmal. Ja, sieht ja nett aus. Ja, Sitzplatz suchen. Wie im richtigen Flugzeug auch. Bin same. Ist hier? Ah, you checked it. Das ist. Ah, Sitzplatz. One. Nee, das ist Gate. Ticket, Seat. 1A. Hier ist A. 36. Ich wollte mal sehen, wie es hier hinten noch aussieht. Ah, hier ist die Notausstiegstür. Aha. Okay. Ja. Nice. Hä? You see A, B. Yes, ist hier. Hier. Das ist A69. Oh, wir sitzen genau an der Tragfläche. Hier. Kann man sehen. Haben wir Schokolade genommen heute? Chocolate, no? Thank you. So, wir sind jetzt wieder raus aus dem Flugzeug. Kurzer Kaffee getrunken, das war's. Jetzt wollen wir uns nochmal das Haus hier angucken, was auf dem Kopf steht. Das soll ein Hotel sein. Mal sehen, ob wir da reingehen können. Ja. Steht also tatsächlich auf dem Dach. Hier sind die Dachschindeln. Ja. Mal sehen, ob man hier irgendwo reingehen kann. Oh ja, hier ist der Eingang. Ja, mal sehen. So, ist also offen hier. Ja, von innen sieht es ganz normal aus. Ja, weiter kommen wir nicht. Ja, sind zwei, drei Räume hier. Moment, gehen wir rauf. Ja. Ja, von innen sieht es recht normal aus. Ja, außer dass die Fenster eben schräg sind, ne? Sind ja andersrum, ne? Ja, kann man das sehen? Aha, bisschen. Ja, gut. Lustig. Also sind die Hotelräume hier. Hotelzimmer. Eins, zwei. Mal unten schauen. Drei. Ja, reingehen können wir leider nicht, aber es sind so drei Räume wohl, ne? Drei Hotelzimmer, vier Hotelzimmer, das war's. Ja, sieht lustig aus, ist mal was anderes, ne? Looks like funny, it's other side, other things. Nice.
Oh, hier ist ein Auto, altes Auto, old car. Ah, lustige Sache. Na gut, so, das war für heute mal wieder so ein kleiner Einblick. So, das war ein kleiner Einblick für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder irgendwelche interessanten Sachen hier in Thailand besuchen. Okay, bis dann, bye bye.